Hallo YouTube, hallo Freunde der Messer und der scharfen Klingen. Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, das wird eine Videoantwort für den guten Frederik von Freeholds World. Ich will mich natürlich auch an dem Gewinnspiel beteiligen. Du hast uns ja, Frederik, vier Aufgaben gestellt. Und die werde ich jetzt mal versuchen, so Stück für Stück abzuarbeiten. Ja, kommen wir mal zur ersten Aufgabe. Stellt mir drei Fragen. Was wolltet ihr immer schon mal von mir wissen? Ja, da habe ich jetzt spontan erstmal so die erste Frage. Wie bist du zu Victorinox gekommen? Also, wie bist du da drauf gekommen, dir ein Messer von der Firma zu kaufen? Im Allgemeinen, wie bist du zu der Marke gekommen? Warum ist es jetzt nicht Böker geworden? Warum ist es jetzt nicht Leatherman geworden oder sonst was? Was es da noch so alles gibt. Das wäre die erste Frage. Dann fehlen noch zwei Fragen. Ich weiß, hast mir mal erzählt, du hast irgendwie eine Zeit lang in Bremen gewohnt, gelebt. Mich würde halt mal interessieren, wann war das Jahr, in dem du an den Ort gezogen bist, wo du jetzt wohnst? Das ist ja so die zweite Frage. Beziehungsweise du hast ja auch mal, bist ja sehr mit Werder Bremen verbunden, wie ich ja weiß und so. Und ich meine auch, ja, wie gesagt, schon mal gehört zu haben oder wir haben uns schon mal irgendwie geschrieben, dass du mal irgendwie in Bremen beheimatet warst. Da würde es mich halt, wie gesagt, mal interessieren, wann war so das Jahr, an dem du zu dem Ort gezogen bist, wo du jetzt wohnst. Und ja, die dritte Frage ist, wieso hast du das gemacht? Waren das Jobgründe? Warum bist du umgezogen? Weil normalerweise zieht man ja nicht ohne Grund um. Also mir wird da, wenn du sagst hier grob, ich bin wegen Arbeit umgezogen, ich bin wegen der Familie umgezogen oder sonst irgendwas, das würde mir schon reichen. Ja, das wären so meine drei Fragen. Also, wie bist du zu Victorinox gekommen? In welchem Jahr bist du von Bremen bzw. Bremer Umland an den Ort gezogen, wo du jetzt wohnst? Und was war der Grund dafür? Ja, damit hätte ich den ersten Punkt, glaube ich, schon mal abgearbeitet. Kommen wir mal zum zweiten Punkt. Welches Messer sollte Victorinox unbedingt auf den Markt bringen? Euer Wunschmodell. Ja, was für ein Messer sollte Victorinox unbedingt auf den Markt bringen? Ich glaube, es wäre von der Größe her so wie das hier, also ein 111er Modell vom Victorinox, hier in diesem Fall das Rescue Tool. Ja, also auf jeden Fall würde ich sagen, die Größe und die Stay-Glo-Schalen, definitiv sollte Victorinox noch ein 111er Modell rausbringen. Dann würde ich mir eigentlich noch zusätzlich eine Zange wünschen, eine Schere. Und ja, also um das mit dem Daumen zu öffnen, also so eine Klinge hier mit dem Daumen zu öffnen, aber dann halt statt dieser Sägezahnklinge würde ich dann halt eine glatte Klinge bevorzugen. Aber das ist auch wieder subjektiv, das muss nicht jeder so machen, ne? Also das muss nicht jeder so mögen. Eine Zange, also eine richtig schöne Zange, wie bei einem Swiss Tool wäre zum Beispiel nicht verkehrt. Wenn der Schraubenzieher, also der hier jetzt auf der Rückseite sitzt, wenn der hier dann irgendwo sitzen würde, zum Beispiel, wie beim Swiss Champ, wäre auch nicht verkehrt. Einhandbedienung und Verriegelung. Und ja, ich stehe halt bei Victorinox auch auf diese Stay-Glo-Schalen. Und da denke ich mal, sollte da irgendwie was, ja, mit Stay-Glo-Schalen sollte da was passieren. Und ja, wie gesagt, die glatte Klinge.
Mit Einhandbedienung und Verriegelung wäre nicht schlecht. Eine Zange, eine Schere. Was noch? Ja, eine Astsäge wäre auch für, also eine Säge wäre nicht verkehrt. Dosenöffner und Kapselheber definitiv beibehalten. Ja, und ansonsten. Ja. Also Großwünsche an den Funktionen habe ich eigentlich nicht. Also es wäre auf jeden Fall ein 111er Modell mit so ein paar gebräuchlichen Funktionen, die ich immer brauche. Wie gesagt, die glatte Klinge, eine Zange, eine Schere, eine Astsäge wäre vielleicht auch nicht verkehrt, wenn man mal was schnitzen will oder so oder sich was basteln will oder so. Das denke ich schon. Auf die kleine Klinge könnte ich verzichten. Und auf den Korkenzieher auch. Da könnte man zum Beispiel irgendwas anderes machen. Also da wird Victorinox, also ich brauche persönlich keinen Korkenzieher an dem Messer. Ich habe ihn jedenfalls noch nicht gebraucht. Ja gut, vielleicht für den kleinen Schraubenzieher, das ist ganz interessant. Aber ansonsten bleibt der eigentlich zu vernachlässigen. Ja, das ist wie gesagt Punkt Nummer 2, den ich glaube ich hoffentlich damit einigermaßen mit abgearbeitet habe. Jetzt kommen wir zum Punkt 3. Zeigt mir euer wertvollstes oder und bedeutendstes Messer. Ja, da habe ich was ganz Schönes für dich. Ich habe echt lange überlegt, ob ich es in die Kamera halten soll. Ich habe echt lange damit gerungen, aber habe mich doch dann dafür entschieden, weil ich einfach denke, dass dieses Messer sehr gut ankommt. Und zwar habe ich hier ein Erbstück von meinem Onkel. Das Ding hat einen sehr sentimentalen Wert. Dieser Wert ist für mich in Geld kann man sich also ist das nicht aufzurechnen, beziehungsweise ist einfach nicht ersetzbar. Ja, das ist halt, wie gesagt, ein Erbstück von meinem Onkel. Hier mit dem afrikanischen Kontinent drauf. Das hat er sich damals von einem befreundeten Messermacher machen lassen. Komplett mit Scheide. Kurz bevor er nach Afrika geflogen ist. Und ja. Es ist also ein kleines Messer. Es ist nicht irgendwie riesig gearbeitet oder was weiß ich. Es ist ein ATS 34 Stahl. Ja, man sieht auch schon den Used Look so ein bisschen. Also das Ding hat schon einiges mitgemacht, was ich aber gar nicht verkehrt finde. Es liegt super in der Hand. Es ist richtig schön griffig. Also es ist echt super gemacht. Die Griffschalen, das ist Ahorn. Irgendwie behandelt, ich weiß jetzt gerade gar nicht wie. Hier mit dem Inlay reingemacht. Also das ist echt so eins meiner Messer, wo ich sage, da lasse ich nichts drauf kommen. Das ist auch eher ein Glücksbringer als ein Gebrauchsmesser. Ich habe es zwar immer dabei, beziehungsweise im Rucksack oder sonst irgendwo trage ich es mir mit rum. Aber benutzen tue ich es eigentlich eher selten, beziehungsweise gar nicht. Es ist halt, ja, ein Erbstück und da gehe ich sehr sorgsam mit um und das habe ich immer in meiner Reichweite und ohne dieses Messer verlasse ich eigentlich nicht das Haus. Auch wenn meine Mutter sagt, musst du immer so ein großes Messer mitnehmen? Ja, muss ich. Zumal ich ein richtig gutes Verhältnis zu meinem Onkel hatte. Und mit dem auch immer so ein bisschen Blödsinn gemacht habe. Und ja, gut. Damit hätten wir Punkt 3 abgearbeitet, denke ich mal. Ja, und jetzt wolltest du ja noch wissen, Lob und Kritik. Also ich finde das Thema Lob und Kritik finde ich immer ein bisschen schwierig, weil ja, Lob und Kritik, also das ist für mich immer ein bisschen schwer zu sagen. Also ich finde es richtig, richtig gut, dass du immer positiv, immer freudig, immer lustig rüberkommst und dass du immer sehr gut da die ganzen Messer vorstellst. Und ja, also es gibt eigentlich nichts, was mir nicht gefällt. Muss ich eigentlich so sagen, weil für mich sind alle Videos
die ich mir angucke auf deinem Kanal, sind brauchbar. Auf jeden Fall. Also ich kann da Informationen für mich rausziehen und dergleichen mehr. Gut, ich muss auch gestehen, ich gucke nicht jedes Video ganz bis zum Ende, weil du hast hier, ich gucke hier gerade nebenbei auf meinem Tablet, hier tauchen gerade so drei, vier Videos auf. Die sind so im Schnitt so, ja, 15 Minuten lang, kann man sagen. Ja gut, mit der Zeit natürlich, man kann viel reden, man kann viel machen, sehe ich ein, aber also das wäre so ein Kritikpunkt, so die Zeit der Videos, ne? Also klar, mich freut es, dass du erfolgreich bist mit deinen Videos und dass du da auch immer was machst und immer was Neues zeigst und so, ne? Also es ist echt, echt top, aber so die Zeiten, manchmal ist das ein bisschen lang von den Videos. Da vielleicht mal gucken, dass man da ein bisschen zeitmäßig beschränkt. Aber ich hoffe, du nimmst mir das jetzt nicht übel oder so. Aber ja, 30 Minuten für ein Video, das ist echt schon happig. Und ja, also habe ich bisher noch nicht geschafft. Ich glaube, mein längstes Video, das hat, glaube ich, 15 oder 20 Minuten. Irgendwie sowas um den Dreh. Ich versuche mich da eigentlich relativ immer kurz zu halten. Ja, aber bei dieser Videoantwort ist das wahrscheinlich wieder ein bisschen länger geworden. Aber das macht nichts. Ja, dann sind wir eigentlich auch schon, denke ich, durch. Ja, dann danke ich dir fürs Zuschauen und meinen Abonnenten natürlich auch. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video, ne? Ciao, Leute. Tschö.